I, da ist irgendjemand. So krank das Spiel. Mhm. Oh nein. Was ist mit den Leuten los? Die sind alle so komisch. Die sind alle so abgelenkt, ne? Der eine von der Musik, sie vom Fernseher. Ja, ich wollte gerade sagen, den Türknauf. Er ist auch abgelenkt, weil er Musik hört. Aber ich befürchte, wenn der Strom ausgehen sollte, dann sind wir am Arsch. Hoffentlich müssen wir den ganzen Weg nicht wieder zurück. Jetzt darüber. Ist ein bisschen weit, ne? Uff. Dieser Schrei von dem kleinen Männchen. Ah! Ein bisschen Lustigkeit hier im Spiel. Gibt's das Wort überhaupt Lustigkeit? Warum habe ich das jetzt nicht geschafft? Guck mal, wo springt sie denn jetzt ab? Ja, okay. War zu weit vorne irgendwie. Hui! Oh, da wäre auch ein Ort gewesen, wo man lang kann. Können wir nochmal drücken? Ja, cool. Kann man da in der Zeit rüberspringen? Schafft man das? Willst du das mal ausprobieren? Alter. Nicht schlecht. Wie komme ich hier wieder raus? Keine Ahnung. Aber ich will jetzt was Tolles gefunden haben. Ja, nee. Da muss jetzt was sein. Oder ich bin für immer verloren. Hm? So. Und dann rüber. Ja, genau. Und was ist jetzt hier? Hä, ich dachte, da wäre eine Lücke. Da geht's nicht rüber? Sah aber voll so aus. Hä, da ist doch eine Lücke, oder? Ist da eine Wand? Nee, anscheinend nicht. Kann man da weiter? Nee, anscheinend auch nicht. Okay. Oh, hier sind wir jetzt. Aber... Oh nein, jetzt ist sie da drin gefangen. Und wir brauchen den Schlüssel. Das war alles so geplant. Wie blöd ist das denn? Ich dachte, ich habe jetzt was Cooles gefunden. Ich suche ja eigentlich in dem Spiel auch immer wieder, ja, versteckt dich. Immer wieder so Fundstücke. Aber irgendwie... Wieder nicht. Da ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Ich befreie dich. Hilfst du mir? Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir den Schalter ja gedrückt. Was passiert, wenn wir jetzt wieder hier reingehen? Komm mal mit. Ah, jetzt sind wir hier bei der Tür. Was ist denn mit der Tür eigentlich? Da kann man doch bestimmt auch hin. Ich will auf die linke Seite. Auf der linken, oder? Nee, da kam ich, glaube ich, ja.
Und bei der Tür, wo ich jetzt eigentlich nochmal hin wollte, da, das wollte ich wissen, ob man hier nicht weiterkommt. Aber ich glaube, das kann man nicht, weil hier die Steine sind da. Also das Ganze nochmal. Ich hätte jetzt gedacht, dass der uns ein Stockwerk noch höher bringt, der Fahrstuhl. Aber irgendwie fährt er ja immer nach unten. So. Und jetzt? Da unten war doch nichts mehr. Geht ihr zwei Mäuse da wieder rein? Aber sie kommt halt auch nicht mit. Und das ist für mich so... Oh, nicht weinen. Das ist für mich immer so das Zeichen, dass, das, dass ich noch irgendwas machen muss eigentlich. Wenn ich jetzt hier runtergehe und da vorne wieder hin, bringt ja auch irgendwie nichts. Hier geht's nicht weiter. Habe ich jetzt so einen Denkfehler drin oder so? Der Hebel muss aber unten bleiben. Und er geht wieder hoch. Das heißt, wir klettern eigentlich noch mal ein zweites Mal von unten nach oben, wie vorhin. Lassen aber den Fahrstuhl unten. Aber wie kommt sie denn dann mit? Sie steigt ja gar nicht hier mit ein. Sie bleibt ja hier immer stehen. Sie muss doch mit. Weil dann hätte ich gesagt, könnte man unten weiter. Aber sie kann ja auch hier gar nicht dann weiter. Ralle ich nicht. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß es. Moment. Also. Ha, ich habe eine Idee. Genau, wir müssen aber trotzdem nochmal hierher. Du musst mir jetzt nochmal helfen. Das ist sonst doof. So, okay, prima. Und wir fahren nicht mit. Wir lassen den einfach alleine fahren. So. Und jetzt nochmal. Ah, und damit holen wir den einfach wieder hoch. Okay. Und wenn wir aber oben jetzt raufspringen, ha, dann sind wir oben. Oh mein Gott, okay, das hat lange gebraucht, bis ich diese Logik jetzt verstanden habe. Aber auch erst, als ich gesehen habe, dass es hier oben überhaupt einen Bereich gibt, wo wir hinwollen. Vorher wusste ich gar nicht, wo es jetzt weitergeht. Hurra! Frei! Es war aber so schön friedlich da. Es war nichts los. Komm mit! Kann man da runter? In diesem Lappen? Ne, das traue ich mich. Traue ich mich nicht. Aber vielleicht kann man. Müssen wir genau andersrum machen, oder? Der soll zu uns rüber. Juhu! Und los geht's. Mega. Ja.
Oh oh. Weg, 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 weg. Ich hab das Gefühl, da kommt was, da kommt was. Nein! Oh nein, und was ist mit dem Männchen, dem anderen? Oh nein! Oh nein! Oh nein, 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 sie ist... Ihr lebt noch, oder? Oh Gott. Komm. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, sie ist tot. Okay, wir sind anscheinend im nächsten Kapitel. Gut, dass sie noch lebt, aber alles ist eingestürzt. Das heißt, wir müssen hier auch wieder erstmal rauskommen wieder. Wieder Spielzeug. Und ein Ort, an dem man sich verstecken kann. Hast du deine Taschenlampe noch? Ich habe keine Taschenlampe mehr. Oh, meine Taschenlampe. Das ist doch das da vorne gewesen, glaube ich. Was so grisselte. Nimm deine Taschenlampe mit. Genau. Geht die gar nicht mehr? Ist die kaputt? Oh nein, unsere Taschenlampe ist kaputt. Scheiße. Na gut. Ich habe gar nicht gecheckt, dass es unsere Taschenlampe war. Natürlich. Und wieder ein Fernseher. Oh nein, damit holen wir doch wieder die Bösen. Jetzt. Da ist wieder das allsehende Auge. Gleich ist alles wieder scheiße. Oh, da kommt Slenderman. Was macht Slenderman? Komm mit, komm mit.
Lauf. Schnell verstecken. Verstecken, verstecken. Er darf sich nicht kriegen, er darf sich nicht kriegen. Aber er hat sie jetzt bekommen. Oh, und jetzt ist sie auch so ein Schatten. Und sie hat noch so die Arm, den Arm ausgestreckt. Nein! Sie ist weg! Sie ist weg! Oh nein, wie schrecklich! Nein! Ich wollte ihr so gerne noch helfen, aber ich wusste nicht wie. Weil, als ich so in dem Moment versucht habe, rauszukommen, ging das gar nicht. Wo ist sie? Jetzt ist sie auch eines dieser Geisterkinder. Scheiß Fernseher. Gib mir das Mädchen zurück! Wir holen sie zurück. Egal wie, wir holen sie zurück. Fängt schon mal gut an. Kann man hier nicht ruhen. Doch. Nein. Shit. Diese alten Matratzen und so. Es ist halt immer, als hätten die Leute ja hier noch irgendwie versucht zu leben. Was ist, wenn wir auf den Stuhl gehen und vom Stuhl aus hier so rüber? Und die kann uns jetzt auch gar nicht mehr helfen. Ich will nicht durch den Fernseher wieder. Wir wollen sie ja finden. Kannst du hier durch? Okay. Oder gehen wir jetzt von Fernseher zu Fernseher und wir wollen da oben hin? Krass. Wow, jetzt können wir von Fernseher zu Fernseher. Das ist natürlich auch krass. Was ist, wenn wir den da jetzt... Nein. So, nu? Jetzt hängt er da. Wir können den doch so machen, dass wir da ranspringen können. Und wenn das schwingt... Ja, aber er muss auch so weit unten sein, dass wir den noch kriegen. So. Ja, genau so. Toll. Ach, ich kann hier sogar noch mal... Ach, ich kann hier so... Ich soll da gar nicht mich rüberschwingen. Ich soll hier durch. Ach, ich dachte, die Tür geht gar nicht auf. Ach, krass. Okay. Boah, das war jetzt aber auch fies, weil man die ganze Zeit denkt, diese Antenne da unten, das Schlackerding hilft einem. Und ich wusste gar nicht, dass die Tür wieder aufgeht. Das mal ausprobiert. Ich will nicht, dass das Regenmädchen für immer weg ist.
Vielleicht ist aber da, wo das Regenmädchen jetzt ist, als Geist, vielleicht sind ja da auch die anderen. Das wäre natürlich toll, wenn wir noch mehr befreien könnten. Oh oh. Befürchte nichts Gutes. Ich habe die Fernbedienung. Oh, ich habe eine Fernbedienung. Zack. Oben. Krass. Kann ich da rüber springen? Ja, will ich den Fernseher aber hier schon benutzen? Kann man da durch? Nope. Der bringt mich bestimmt wieder nach oben. Aber, guck mal, hier ist auch noch ein Wagen. Nee. Okay, den kann ich... Kann ich den schieben? Ja. Okay. Dann können wir nämlich auch auf die andere Seite rüberkommen, wenn wir das nächste Mal da oben rüberspringen. Der Fernseher, der bringt uns wieder hoch und das Ding hier bringt uns rüber. So. Okay. Und was ist hier? Was ist hier? Huch. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Oh, krass. Hier gibt es ja noch andere Pfade. Aber hier kommen wir dann nicht weiter. Hier ist zu. Ah, das ist ein Gegenstand, den man bekommt. So eine tolle Polizeimütze, keine Ahnung. Mhm. Ah, okay. Ich habe einen kleinen versteckten Gegenstand gefunden. Nice. Weiter, weiter, weiter. So, dann gehen wir jetzt wieder durch den Fernseher. Da kommt das Essen. Es hat geklingelt. Jetzt. Okay. Ich habe den Dreh raus. So, den Weg haben wir uns geebnet. Hoch. Hoch. Rauf. Und rüber. Sehr gut. Also der Slenderman, der hat unsere Freunde, ne? Hui, jetzt geht's rüber. Bumm. Okay. Oh nein. Wir sind wieder hier. Oh, und wenn wir jetzt aber den Fernseher ja... Alter. Okay. Aber was habe ich jetzt damit... Also was bezwecke ich denn damit? Wollen wir an den Fernseher ran? Oder wollen wir einfach nur die Leute da jetzt wegkriegen? Das ist eigentlich gut, dass er an ist. Können wir selber an den Fernseher ran? Ist mir jetzt egal, dass ich kurz sterbe, aber... Ich will das... Okay. Nee, dann, das geht nicht. Aber wir müssen die, glaube ich, weglocken, damit wir an den Fernseher rankommen, oder?
Weil bei den anderen war ja gar kein Fernseher. Der eine, der saß doch da in der Badewanne oder so. Und sie stand ja hier. Das heißt, wenn ich jetzt den Fernseher ausmache... Ja, okay. Ja, ist ja gut. Ich bin ja richtig aggressiv hier, wenn man den Fernseher ausmacht. Wie so kleine Agro-Kinder. Lass den Fernseher an! Okay, das sind richtige Psychopathen, die so... Ist halt die Frage, wann, wie? Wir müssen ja vorbeischleichen. Oder was machen wir? Oder... Kommen wir hier überhaupt weiter? Hier kommen wir nicht weiter. Wir sind ja damals hier durch. Ich verstehe es. Also ich weiß halt gerade nicht... Ah, wir müssen den Fernseher... Warte mal. Warte mal, den... Den da oben haben wir angemacht. Sehe ich das richtig? Ja. Den da oben haben wir angemacht. Das heißt, da kommen wir dann raus. Dafür müssen wir in den anderen Fernseher hineinschauen. Wie soll ich das machen? Soll ich mich... Wie soll ich das denn machen? Weil sobald ich das mache, kriegt die mich. Lauf. Und ich starte die nämlich dahin. Zum nächsten Fernseher. Alter. Tschüss. Jo. Oh, krass. Diese gruseligen, komischen Wesen mit dieser Fratze. Okay, da ist der nächste. Und da hinten ist der nächste Fernseher. Der Fernseher ist schon mal an, das ist gut. Wir müssen den jetzt auskriegen. Schwierig. Direkt runtergefallen. Komm mal hoch da. Ja, die laufen. Nicht runterfallen, da ist der andere. Jetzt doch da gerade runter. Okay, okay, okay. Ist da was in der Badewanne? Einfach mal gucken. Okay. Ein Bett, das da rausguckt. Und wieder rüber. Nee, nicht runterfallen. Und dann... Oh nein! Da steht jemand und will sich umbringen. Oder so. Alter! Was? Alter, was?
Nur der hier nicht. Der eine nicht. Doch, der auch. Was zum... Das ist schon krasser Tobak, ganz ehrlich. Heftig. Können wir hier irgendwie runterklettern, ohne runterzustürzen? Ich habe ein bisschen Angst hier, aber ich glaube, ich muss hier runter. Ja. Alter Falter. Was ist denn da drüben? Okay, da ist auch ein Fernseher. Ich glaube, den kicken wir mal runter, oder? Ah. Ah, und dann kommen wir nämlich da vorne raus. Okay. Sonst hätte uns nicht viel gebracht. Festhalten. Oh, hier gibt es wieder Gruseliges. Und da ist ein Hebel. Oh. Ups. Upsi. Also hier ist alles unter... Und da will dann jemand raus. Okay, dann müssen wir ihn locken. Da will jemand... Komm her. Ja, ja. Komm her. Ich glaube, wir müssen das hier abziehen. Und das auch. Und jetzt schnell laufen. Nein! Wie soll man das denn schaffen? Nein! Das ist voll fies, weil... Wie? Schnell, schnell, schnell. Wie? Alter, ich war richtig... Ich war doch voll schnell eigentlich. Ich muss, glaube ich, ganz vorne. Ich muss ganz vorne hoch und nicht so weit hinten hochklettern. Anders weiß ich auch nicht. Schnell, schnell, schnell. Fuck, ey. Okay, gebrutzelt. Oh Gott, mein Bein zittert richtig. Und wieder los. Gruselig. Und richtig, richtig schwer. Also es war ganz, ganz knapp. Wirklich gefühlt nur so eine Millisekunde.